Alter, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich hier die Wolverine fahren, die kleine Jackie, aber wenn ich mir das schon wieder angucke, dass der Gegner wieder 6 Panzer hat und wir haben schon 4, 5, Entschuldigung, dann weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Da will man einmal, ein einzigstes Mal hier mal, ne? Panzer fahren ist nicht drin. So, dann fahren wir jetzt mal M10 und gucken mal, wo wir damit hinfahren. Na, fahren wir heute alle mit unserer M10 spazieren. Wir machen Polonaise. So, mit der habe ich leider noch keine HE, die wird auch bei mir kaum gefahren. Wenn ich die M18 Hellcat habe, die ist schneller. So, rücken wir jetzt mal zu den Auffanglinien auf hier. Standardmäßig fahren wir erstmal nach außen. Der Vorteil ist ganz klar bei mir auf der Hand. Ich habe Geschwindigkeiten, drehbaren Turm, das hatte ich alles beim Hetzer nicht. Und wenn jetzt niemand B2 einnimmt, dann kriege ich ja einen zu viel. Spielen gut, wir sind jetzt. Warum sind wir eigentlich 2 Mann mehr? Spielt jetzt keiner Deutscher mehr. Ich spiele Ami, ja, haben sich alle gedacht, gut. Spielen wir auch Ami. Mann, 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 Mann. Ich spiele 2 Minuten mit, da wird erstmal nur gemeckert. Natürlich, der Gegner hat noch nicht mal einen Punkt eingenommen. Das ist heute schon wieder ein ganz armes Armutszeugnis. Ich glaube, ich muss mal sowas reinstellen, damit ihr mal seht, wie scheiße das läuft. Wenn ich was aufnehmen will, wo ich eigentlich denke, ja, jetzt geht's ja aber los, jetzt ist hier mal Stimmung. Kann man mal ein bisschen Krieg spielen. Kleinen Panzer. Ich will ihm mal das Rohr wegschießen, aber so richtig klappt das nicht. Ja, schieß ihn mal weg. Dafür kriege ich einen Assist. Ich habe einmal drauf geschossen bei dem. Tank zerstört. Na, endlich. Mensch, was willst du denn da hinten? Viele Panzer. Ja, wo bin ich? Das sind 2 Jackies, keine Chance. Jetzt ernsthaft, das hat mich ein Panzer 1 weggeschossen? Das ist auch nicht schlecht. Könntest du bei meinem Kollegen einspawnen, aber ich glaube, ich werde jetzt drüben auf der anderen Seite verlangt. Warum liegt hier ein Toter? Wieso? Ich hätte vielleicht früher wegfahren sollen, aber was soll's. Ich bin auch schon wieder der Meinung, dass das Spiel schon wieder fast gelaufen ist. Ich will jetzt gar nicht gucken, ob einer auf dem Hügel steht. So, wir haben keine HE, das heißt, wir können dem da vorne absolut nicht helfen. So, komme ich jetzt hier rüber? Ohne Leben zu verlieren, ohne zu sterben, nur Überschlag, hat funktioniert. Nein. Na, wo wollen wir denn jetzt hinsnipern? Du willst jetzt bei mir einsteigen. Was los? Willst du einsteigen? Dann los, komm. Wir dürften eigentlich nicht weiter vorfahren. Weil wir sonst von links keine Deckung haben. Der linke Deckungspanzer und eigentlich muss ich hier stehen bleiben.
Komm, wir machen mal einen auf Hau drauf und fahren hier mal lang. Kriegen zwar gleich dafür eins auf die Nase. Niemand zu sehen. Ehrlich jetzt? Wie verhält so ein Ding aus? Drüber geschossen, gut gemacht. Den hätte ich jetzt haben müssen. Naja, wir können sie ja nicht alle haben. Ah, siehe da. Wen siehst du, wen sehe ich? Verdacht mal einen hingesetzt. So, E3 haben wir. Wir haben wieder so viele Panzer, dass es hier schon wieder an War Thunder Taktik grenzt. Ne, dass ich hier den Raum in der Mitte zustellen muss. Obwohl man natürlich eigentlich auf der Flanke stehen sollte. So, jetzt lasse ich mich natürlich darauf ein, dass ich hier gleich abgeknallt werde. Es kann natürlich sein, dass jetzt gerade irgendwer an mir vorbeigefahren ist. Nee. Der Roland guckt nicht raus. Der hat sich jetzt ein Dings geholt, der holt sich gleich noch eine. Hat er den erwischt? Ich hoffe mal. So. Muss ja die Punkte einnehmen, wir haben sonst keinen weiter. 5 Euro, ich sterbe, wenn ich jetzt hier aussteige. Oh, das ist jetzt ganz dämlich. Ich stehe richtig beschissen. Aber wir haben zur Not noch ein paar Handgranaten dabei und wenn wir sterben. Da kommen wir nicht mehr weg. Ich weiß nicht. Beim Panther kommst du ganz schwer durch. Aber wenn alle mithelfen, überlebe ich's. Und das sind die 3H3. Das sollte ich noch überleben. Sollten die kriegen. Und jetzt bin ich futsch. Komm ich noch raus? Warum knallt den Jungen denn keiner ab? Mann, ey. Bin noch halb gestorben bei der Aktion. So. Ja, das liegt immer daran, wenn man immer meint, man müsste jetzt die Punkte unbedingt einnehmen, weil wir das Spiel sowieso gewinnen. 90% der Fälle ist das ja auch so, dass ich im Voraus weiß, wie das Spiel ausgeht. Natürlich nicht immer, sonst konnte ich mich als Helbel wieder anmelden, aber das war jetzt zu sehen, dass wir das Ding gewinnen. Hat er den? War jetzt noch nicht so die Kunst. Mark hat wir den, wir haben zwar aber keinen Verbündeten hier. Du möchtest mich gern heilen, hier rauskommen. Tun wir ihm den Gefallen, wenn er gerne möchte. Darf er gern. So, der Raum ist umstellt zum Angriff. Jetzt werde ich gerade vorbeigehen. Jetzt warten, bis die Unterstützung kommt. Bis dahin versuchen wir pistolenmäßig an allen vorbeizugehen. Wir kommen natürlich mit dieser dreisten Nummer auch noch durch.
selber noch den Angriffsbefehl und niemand versucht jetzt diesen Punkt zu verteidigen. Warum auch? Achso, hier kann ich nicht stehen. Entschuldigung, wusste ich nicht mehr. Leute, das ist so eine traurige Nummer hier. Hier darf ich auch nicht stehen. Der Einzige, der rauf fährt, ist der Panther. Wahnsinn. Ich kann mich nicht zeigen, der Panther schießt auf mich, war meiner Meinung nach. Zumindest versucht das. Habe ich ihn so weit geworfen, dass er hinten durchgeht? Zeitspiel. Keiner kommt. Haben wir zwar alles verworfen. Aber ich habe ja auch gedacht, dass sie den Punkt noch verteidigen wollen, aber jetzt kommt einer. Keiner da. 2 gegen 2, 1 gegen 1. Hier runter. Ah, natürlich. Und dann wieder noch 10 Sekunden vom Ende noch eine Headshot verteilt, ist ja wieder klar. Ich meine, es ist jetzt, ne? Es ist vollkommen egal, aber der Einsatz ist immer dann zu spät, wenn er dann, ne? Wenn er dann kommt. Ja, das sind immer so meine Spiele. Wahnsinn, ne? Richtiges Highlight, finde ich. Da passiert immer echt nicht viel. Ich bin zwar Erster, aber letztendlich das, was ich eigentlich machen wollte, Panzer abschießen, ja, war jetzt nicht so das Ding, ne? Ich meine, das können wir, das geht hier so lange weiter. Deswegen suche ich hier immer noch Spielen und versuche hier immer was zu kriegen. Ich bin auch momentan wieder beim Amis im Krieg, aber da kann ich leider nicht Panzer fahren. Also, das kann ich schon, aber wir wollen ja auch gewinnen. Ne, das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Ich trete doch nicht als Sniper an, so wie alle anderen, oder als Panzerfahrer. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich meine, ein paar Leute können ja das wissen, wie man einen Panzer fährt, ne? Ne? Bloß ist es immer vom Charakter natürlich auch unterschiedlich, wie die Leute den Panzer fahren. Ne? Ich stelle die gerne sehr offensiv in die Mitte. Den braucht man auch irgendwo da, der die Straße abdeckt. Andererseits braucht man auch jemanden, der hinten steht und den Punkt dann mit abdeckt, ne? Ne? Beziehungsweise mir dann Deckung gibt, ne? Hatten wir gerade vorhin. Der Panther stand da oben. Wäre ich da alleine gewesen, bin ich am Arsch. So waren wir zu zweit, ne? Ich kann den gleichzeitig den Punkt mit unterstützen, ne? Und das mit einem Panzer, der eigentlich dafür nicht geeignet ist, ne? Deswegen, der Panther ist so ein Zentraler, der einfach mal mittig durchfahren kann. Ne? Deswegen, man muss immer gucken. Aber trotzdem hält meiner Meinung nach die M10, dass das halt hält für einen Panzerjäger halten die mir zu viel aus. Also, es tut mir leid. Also, meiner Meinung nach zu viel. So, dann wollen wir mal gucken, ob das hier mit der Su-76 ein bisschen besser klappt. Eins sage ich schon mal vorneweg: Den Tiger schaffe ich nicht. Das wird mit dem Teil nichts, höchstens mit meinem kleinen KV. Mit dem würde das was werden. Ansonsten ist das eigentlich mehr so ein fahrbares Artilleriegeschütz, das ist eigentlich kein Panzer. Meiner Meinung nach. Ja. Das ist genauso, es gibt auch eine Panther-Ausführung und so weiter, das sind alles so ohne Verdeck. Meiner Meinung nach alles keine Panzer. Trotzdem fährt sich das Ding eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Besser als der Hetzer. Dadurch, dass mehr Geschwindigkeit drin ist, merkt man jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall wohler als im Hetzer. Und ich glaube, das ist auch Geschmackssache. So, wollen wir noch mal gucken. Keine HE, das heißt, wir müssen wenn dann treffen.
aus. Tu dir den Gefallen. Die Fette zerstört. Wir kriegen natürlich wieder nichts. Jetzt müssen wir aufpassen, dass da eine Infanterist nicht ankommt, sonst sind wir nämlich ganz leicht am Arsch. Schön nicht mehr. Und jetzt rutschen wir gerade. Haben wir gerade durchgeschossen? Position, Tank weggeschossen. Schön ein bisschen gerader. Wenn wir jetzt natürlich nach vorne fahren, gehen wir natürlich drauf. Das Magazin wegzuschießen. Jawohl, ich habe das Getriebe getroffen. Aber hier vorne sitzt das Magazin, ich weiß das. Da kannst du machen, was du willst, ich bleib hier stehen. Ja, lass mal nach, ist mir egal. Wegfahren, 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 wegfahren! Das war ein erfolgreicher Feldzug. Schön hinter meinem Mäuschen stehen, abwarten, Tee trinken. Du hast doch gesagt, du schaffst den Tiger nicht. Schaffe ich auch nicht. Den hätte ich auch nicht geschafft, wenn ich 10 andere noch drauf geschossen hätte. Ich kann nicht vor mir auf... Ne? Ich kann hier nur... Ich krieg nicht mal den Wagen abgeschossen, weil ich ihn nicht treffe. Ich krieg ihn nicht weiter runter. Wegfahren, 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 wegfahren. Das hängt mir fest, sehr gut. Handgranate, kann mich mal. Nee, 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 nee. Was? Ich bin viel schneller wie er! Dass er da noch 2 H3s anbringen kann! Eigentlich müsste die Stuck uns jetzt nass machen. Aber wenn wir Glück haben... ...kommen wir noch weg. Wir haben immer noch einen HP und wir fahren und wir fahren. Na, wenn Stucki uns hinterherkommt, das kostet auf jeden Fall noch Zeit. Nee, mein Freund, ich steig nicht aus. Ich fahr bis zum bitteren Ende mit dem Ding. Wir haben aber leider so viel Rechtsdrall drin. Jetzt müssen wir aussteigen. Hilft dir nicht, du bist auch tot! Nee, natürlich nicht! Warum auch? Ist eine REG-Granate, die kann nicht so viel. Ich weiß, die Granaten sind nicht so gut bei mir. Deswegen gehe ich immer drauf und die anderen nicht. Also, der hat da so viele Granaten gefressen. Ich habe den ich jetzt treffen wollte, habe ich nicht getroffen mit der Granate. Finde ich immer lustig. Aber ich bin noch gut weggekommen. Und genau das ist das, was mich stört. Mit einem Hetzer schaffst du die Nummer nicht. Ne? Mit einem Hetzer, der wäre ungefähr halb so langsam gewesen, der wäre da gar nicht mehr weggekommen. Und das schaffst du eben mit den Russen und mit den Ami-Panzern eben halt jedes Mal, dass du da noch wegkommen kannst. Vielleicht erwische ich nochmal die Stuck hier. Vielleicht fällt die hier durch. Und tschüss. Ja, natürlich. Nochmal geguckt, steht er noch da? Ja, steht er.
Es ist ein ganz anderes Gefühl. Also wer beides schon mal gespielt hat, merkt, dass er mit der Su deutlich besser dran ist, als wenn er Hetzer fährt. Du hast einfach deutlich mehr Schwenkgeschwindigkeit. Ja, das liegt aber auch nur an der Geschwindigkeit. Hey. Du hast nur drei Stück. So, wegfahren. Na, infanterieanfällig sind wir mit dem Ding natürlich ein bisschen mehr als beim Hetzer, weil wir da eben noch das MG haben. Und hier, ja, haben wir gar nichts. Aber dafür mehr Geschwindigkeit. Jetzt muss ich hoffen, dass der mir nicht hinterherkommt. Wenn ich hier so viele Handgranaten werfe, dass du hier tot umfällst, ne? Handgranatenpflichtprogramm für mich als Panzerfahrer, muss ich wirklich sagen. Haben sich immer bewährt, einfach werfen, irgendwann triffst du schon. Im Normalfall. Hauptsache checkt er das jetzt nicht, dass ich hier stehe. Zack. So, ich fehle natürlich jetzt bei der B-Seite, ist natürlich klar, wenn ich auf die, umgekehrt. Scheiße, so schnell kann ich nicht. Ich stehe beschissen. Gucke ich nach oben oder? Ja, ich warte auf den. Ich warte auf den Kübelwagen, der kommt. Sollte, oder auch nicht. Ich würde mich ja nicht da oben freiwillig aufs Feld stellen. Den treffen. Da steht ich. Vielen Dank für die Blumen. Ich finde es immer noch lässig, dass du wirklich zwei Schuss für so einen kleinen Kübelwagen brauchst. Persönlich ziemlich lächerlich finde. Ne, weniger Panzer, ein bisschen mehr Schaden und schon würde die Sache hier auch wesentlich mehr Sinn machen. So, jetzt kommt, jetzt machen wir hier die Seite zu. Das kann ja aber nicht sein. Glaube ich. Ist mir egal, ich fahre jetzt einfach durch. Den schießen wir ins Bein, ist trotzdem Bonnet. So, den stellen wir vorne einfach zu. Ich kann so tief nicht runter. Ist aber auch egal, weil die Nummer ist jetzt durch. Einmal drehen bitte. Komplett in die andere Richtung. Und dann war es halt schon wieder. Lief auf jeden Fall besser als bei meiner kleinen Jackie bzw. Wolverine. Hier. 10, zack, 11. Komm, wir machen Ziel über, komm. 11. Da lief doch gerade noch einer, ne? Sag ich ja. Schöne Schussgeschwindigkeit. Ja, und wo werde ich denn jetzt beschossen? Ach, von hier vorne. Vom geklauten T-34. Na, kriegen wir den Motor kaputt? Ich kann auch nicht tiefer zielen, das ist mein Problem. Die schießen ja auch auf den Arsch. Dankeschön. So, wir müssen aber gleich mal anhalten, Kollege. Ich kann nämlich nicht mehr.
Das Getriebe ist hin und hier sitzt schon wieder einer und snipert. Ich höre ihn doch. Da ist er. Wenn wir jetzt hier ganz kurz parken, hat er meinen Kollegen rausgeschossen. Na? Wenn er mich jetzt rausschießt, kriegt er eine halb kaputte Su. Ja, dein T-34 ist kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Bin ich ein Held? Ja, ne? Da hinten kommt ja noch eine ganze Familie Alfredo an. Ich sag ja, das Spiel ist gelaufen und jetzt kommen alle aus ihrem Feierabendsversteck. Das sind sie wieder. Vor der Arbeit drücken und dann als erster kommen und sagen, wir wollen bezahlt werden für die Nummer. So, ich brauche aber gar nicht mehr kommen. Oder? Na komm, wir fahren noch 2 Meter. Es ist halt eine Verteidigung, ne? Aber normalerweise bin ich gewohnt, dass es auf deutscher Seite ein bisschen was vorangeht. Ach komm, jetzt ernsthaft. Was war das denn jetzt schon wieder? Kübelwagen? Leute, es fällt D1. Ich weiß gar nicht, was ihr alle von mir wollt. Immer wieder herrlich. Ich meine, mag ja sein, dass sie alle von B1 kommen, aber man hätte bei B1 sein müssen, als B1 gefallen ist und nicht irgendwie sagen, oh, kein Glück, jetzt sind sie alle weg, jetzt können wir den wunderbaren Rücken schießen. Es ist herrlich. Freunde, so, dann habe ich von beiden eben halt ein Spielchen aufgenommen. War jetzt auch nicht so überragend. Beim Hetzer habe ich mir deutlich mehr Mühe gegeben, es kam aber weniger bei raus. Ja, also die Zoom macht schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr Spaß. Also beide, auch die größere ist. Ja, die sind beide irgendwo besser. Ja, also wenn wir nach dem Panzerjägern gehen würden, würde ich die Amis bevorzugen. Danach würde ich die Russen nehmen und das dann die Deutschen. Ja, das ist halt so. Bei den schweren Panzern nehmen die sich alle nicht viel. Bei den mittleren Panzern würde ich sagen, ist die deutsche Seite ein Stück besser, meiner Meinung nach. Also da würde ich sagen, dann kommen die Deutschen, dann kommen die Amis und dann kommen die Russen, weil ich den T-34 nicht so mag. Der hat zwar auch eine gute Panzerung, aber der Nachteil ist eben halt, dass der Turm höher liegt und dass man das ein bisschen besser einstellen muss. Ne, bei beiden T-34. Ne, bei den leichten Panzern muss ich auch den Deutschen wieder einen kleinen Vorteil geben, weil die haben eben halt den Lux und der ist halt eben auch gut gegen Flugverteidigung. Das haben die anderen alle nicht. Ne, und auch dazu haben die Russen keinen Zweisitzer bei den... Ne, bei den leichten Panzern, das haben die Amis und die Deutschen, ne, deswegen sind die Russen da mit am schlechtesten. So, falls mal jemand fragt, wie bei mir die Reihenfolge ist. Ne.